Hallo, mein Name ist Rin Kiersma und ich bin bei der Firma Gapai tätig und wir beschäftigen uns heute mit den Unterschieden von den Handsendern von Martinsystemen. Wenn es Richtung Chamäleon gehen soll oder auch bei Mikro oder Mikro B, kommen eigentlich nur drei Handsender in Frage. Wir haben einmal zur Auswahl den TTV Fingerkick, den PD3000 und der CTT, der auf dem PD3000 basiert. Wir fangen mit dem TTV Fingerkick an. Der ist Garagentüröffner groß, wieder aufladbar mittels Kabel hier an der Seite versteckt. Er bietet 18 Stimulationslevel in jeweils 1 bis 9 Softmodus und 1 bis 9 Hardmodus unterteilt, der sich mittels einer einfachen Tastenkombination umstellen lässt. Der TTV Fingerkick bietet auch über die Programmatasche diverse Auswahlfunktionen. Einfach gedrückt halten, dann laufen die Programme oben im Display durch. Aus und er ist auch mit dem Fingerkick kompatibel, der vom Fingerkick zum Handsender eine Reichweite von 25 Meter hat, was natürlich bei den anderen Handsendern auch der Fall ist. Der Vorteil vom TTV Fingerkick ist der, dass der Handsender sehr klein ist. Man kann auch direkt über den Handsender sehr schnell und auch in der Tasche oder in der Hand mal schnell auslösen und er ist wieder aufladbar und die Reichweite von 400 Metern ist eigentlich bei 80% aller Kunden völlig ausreichend, da die 400 Meter, wie gesagt, garantiert sind, auch bei widrigen Bedingungen. Der zweite Handsender, der in Frage kommt, ist der PD3000. Der PD3000 ist batteriebetrieben mit einer 3 Volt CR2 Batterie, was ungefähr ein Standby von einem Jahr eineinhalb bei regelmäßiger Nutzung trotzdem erlaubt. Der Vorteil vom PD3000 sind nicht nur die 3000 Meter Reichweite, sondern auch die vier Knöpfe links und rechts. Das heißt, ihr könnt über die Formasters-Funktion bei den B-Series, könnt ihr das auch gerne über die App freischalten, bei den anderen über ein USB-Kit und bei den Chamäleons ist es eh schon vorprogrammiert, beide Seiten programmieren. Das heißt, ihr habt vier Senderkanäle pro Halsband. Vorteil, wie gesagt, ist, ihr könnt direkt über den Knopf die Funktion auswählen, die ihr vorher schon eingestellt habt und seid somit, wenn ihr switchen wollt zwischen verschiedenen Funktionen, flexibler, da der TTV Fingerkick nur einen Senderkanal hat. Das heißt, das, was ihr hier eingestellt habt, kommt und wenn ihr es umstellen wollt, müsst ihr drücken bzw. die Stufen verstellen, dass ihr dann eine zweite Konfiguration auslösen könnt. Beim PD3000 könnt ihr vier einstellen. Er ist mit vier Fingerkicks kompatibel. Der TTV Fingerkick mit einem. Und der große Vorteil vom PD3000 ist, ihr habt die Einstellmöglichkeiten, was ihr beim TTV Fingerkick über eine Tastenkombination abrufen müsst. Hier entweder über die Programmataste oder über die voreingestellten Programme, die ihr festlegt, direkt verfügbar. Der große Unterschied vom CTT zum PD3000 liegt darin, dass beim CTT die Auslösung nur über den Fingerkick erfolgen kann oder über eine komplizierte Tastenkonfiguration. Das heißt, manche Kunden wünschen das, da sie da nicht aus Versehen auf eine Auslösetaste oder ähnliches kommen. Er ist 20 Meter wasserdicht und er hat ein stark und stichfestes Gehäuse. Das ist nochmal der einzigste Unterschied zum PD3000, weil rein technisch gesehen ist der PD3000 identisch mit dem CTT.